Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der kleine, freche, schlaue Niklas. Hallo! Und vor allem laute Niklas. Hallo! Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Kannst du dich noch erinnern? War dieser Roboter? Ja? Und was haben wir da gemacht? Gekämpft. Oh, okay, ja. Glaube ich. Und wir sind ihm dann zu so einem Planeten gefolgt, oder? Ja, diese Sonne oder irgendwas. Ja. Das heißt, wir spielen heute weiter die Episode 2. Warte. Ich habe vergessen, meinen Controller einzuschalten. Und das ist ja jetzt die dritte Folge, die wir spielen. Joi. Markus, Distro-Tudel. Warte, Distro-Tudel bauen. Boom, 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 boom. Na komm mit. Cool, das ist doch cool. Ruinenfabrik. Hä? Das wird eben unendlich. Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Kapitel 3. Ruinenfabrik. Obi-Wan Kenobi hat die Spur des Kopfgeldjägers Jango Fett nach Genosis zurückverfolgt. Dieser felsige, für seine Druidenfabriken bekannte Planet ist das Hauptquartier der Separatisten. Während Anakin Skywalker Senatorin Amidala bewacht, landet Obi-Wan Kenobi mit seinem Jedi-Raumjäger auf Geonosis. Unendliche Druiden hört sich zu an. Na, schauen wir mal. Bitte nicht. Müssen wir mal sicher landen. Ja, die haben uns schon gesehen. Der Oder. Ich mag wieder nicht der Roboter sein. Ich bin glaube ich wieder der Roboter. Du bist immer der Roboter. Kleine. Nach Hause funken. Ich glaube, wir werden gerade überfallen. Die kommen uns jetzt suchen. Dann explodiert alles. Unser Raumschiff. Ja, warum klopfen, wenn es eine Klingel gibt? Oh. Ich bin die Frau. Markus. Ich mach mal Licht. Da. Ja, und du pass auf mit deinem Blaster. Hab ich eigentlich die Macht? Nein, ich hab keine Macht. Nein, du hast keine Macht. Aber das macht auch nicht. Ich beschütze dich, Markus. Wo sind die hergekommen? Markus, beeil dich! Ja, langsam. Muss mal Licht aufdrehen und zusammenräumen und Münzen einsammeln. Und ich muss dich die ganze Zeit beschützen? Du hast ja gesagt, du beschützt mich, oder? Oder habe ich mich da verhört? Ja, das tut dich nicht, aber das sind richtig viele, aber. Außerdem hast du eh einen Blaster. Kommen nicht mehr. Na Gott sei Dank. Wir können in Ruhe einsammeln. Markus, die Toi. Wow. Markus! Na dann lauf. Was? Wow! Das klappt weg. Das ist doch gemein! Ja. Du schreist aber lustig. Ich hab's geschafft! Das ist sehr anstrengend. Markus, eine Sekunde da. Wow! Alle Monster ist das Hilfe! Ui. Wow! Ich bin runtergefallen. Aber wir dürfen das nicht berühren, Hilfe! Ja, wir müssen da vielleicht auf der Seite. Nein. Au!
Markus! Oh, gut erkannt. Oh no! Ja, das ist ja schwierig. Hallo? Markus, da musst du drehen. Drehen da unten. An den Triebwerken. Da unten. Ja. Triebwerk. Da auch noch. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Ja, da kann man auch nicht bringen. Das ist doch spannend. Ich glaube, der mag mich nicht. Markus, da kann man einfach durch. Und wir haben uns Leute. Nein. Echte Idee. Nein. Na, schade. Ich fühle mich schon ganz flach. Ah, schau, wen wir da haben. Ui. Das geht gar nicht. Kannst du den spielen? Ja, natürlich, wenn er mal wieder belebt ist. Ah, jetzt spielst du ihn. Komm, Markus, wir müssen zurück. Ich bin ganz flach gemacht. Mit B. Ich glaub, das war jetzt. Oh, da steht alles. Schön. Stromausfall, Markus. Cool. Ah. Ventilator. Markus, da musst du. Markus, du musst da zusammenbauen. Und dabei. Hat jetzt in R2D2, yeah! Markus, unten vielleicht ist da noch was. Gute Idee. Na, ja, viel war da nicht. Ein paar Münzen. Ein paar Münzen! Ja. Ein paar Münzen. Das hört sich wieder nach. Doch hin. Keine Ahnung. Oh, Markus, was ist das? Markus, ein Top-Top! Ich glaube, da kann man Metall schmelzen. Also nichts für ein R2D2. Ah, aha, aha. Okay. Was soll uns das jetzt? Ich glaube, ich hätte da mitfahren müssen. Da wären wir ausgeladen, da drüben. Da komm rein. Ah, Markus. Das ist sich knapp nicht aufgegangen. Auslet, jump. Markus, das kannst du nur. Au. Schneid dich in Scheiben. Was ist das? Markus! Markus, da unten ist was.
Warte, ich sage mal für die Räder. Wir brauchen einen Roboter da herum. Ja, hilf mir! Ah, da ist irgendwas. Cool, Matos, rein mit uns. Mhm. Matos, das Power-Up sorgt, dass ich kleine Münzen verliere. Wie cool. Das ist der 2-2. Ich hab den. Ah, der Matos, du jetzt mal schauen. Da habe ich schon alles geholt. Aber du kannst ja noch runtergehen. Okay. Hier ist jetzt hier oben. Markus! Wo? Warte, gehen wir zuerst in die Tür, wir müssen nicht da weitergehen. Folge mir! Ich weiß nicht, wo es hingeht. Da geht es, glaube ich, weiter. Hey, ich war das da oben. Jump. 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 Das ist ein bisschen zu einfach, Markus. Ja, für dich nicht. Ah, für mich. Mhm. Markus, wieso ziehst du mich zu? Du hast mich. Ich komm jetzt rüber. So witzig. Komm jetzt rüber, bitte. Okay, der okay. Ja, viel zu einfach für dich. Ja, ja. Wir verlieren alle Lego-Steine. Jump. 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 Ja, du ziehst uns runter. Wow, und jump. Und jump und jump und jump jetzt und jump. Viel zu schwer für mich. Hey! Hey, ich hab gleich gesprungen. Ich bin durch. Easy. Matus, ich glaube, darf ich kurz Matus noch? Da kann man doch irgendwas machen. Glaube ich. Matus. Man, da drinnen ist. Ich fahr jetzt los, Markus. Oder? Mhm. Ich wollte es nur herausfinden. Ui. Nicht, der gehört zu uns. Der hat mich so erschreckt. Hilfe, was ist hier? Das Lava, Markus, Hilfe. Ui. Warte mal kurz. Super Lego Stein. Ui. Nicht. Geh nicht immer so weit vor, du ziehst mich runter. Ben. Warte, in der Mitte müssen wir auch schon. Haben wir auch noch Dinge. Da kannst du nur rüber. Wo? Da brauchen wir den Jedi-Meister. Bitte nicht mit. Niklas, bitte.
Hör auf damit. Ich suche ihn schnell. Und da ist er. Nochmal bitte. Ja, praktisch. Mal bitte. Nochmal bitte. Da brauchen wir diesen goldenen Roboter. Komm, Matos, komm rauf. Matos, steht ein Ballmann. Eine kurze Rundfahrt, Matos. Ich kann nicht springen. Ja. Markus, hilf mir! Ja, ich muss zuerst wegfahren. Wow, das sind welche. Das ist, glaube ich, eine Arena. Auch nicht. Weg mit dir, weg mit dir. Und weg mit dir. Matus, wie hast du das jetzt gerade gemacht? Matus, wenn du jetzt stirbst, dann verlierst du keine Münzen. Das ist praktisch. Wenn du das Power-Up hast. Brauchen wir den anderen? Oh, das ist eine Supermünze. Das ist auch eine Supermünze. Wow. Das ist sehr heiß, Markus. Mhm. Hilfe, Hilfe, Hilfe. R2-D2, super. R2-D2. Die Lava mag mich nicht, Markus. Offensichtlich. Die Lava mag mich nicht. Die Lava mag mich wirklich nicht. Aber jetzt schaffe ich klar, das wird mal ein bisschen länger dauern. Aber jetzt. Markus, heute haben wir die Chance, alle 10 zu finden, oder? Mal. Mal.
Matlos trainieren. Matlos, kannst du einschalten? Ich mag trainieren. Juhu. Interessant, interessant. Daraus baut der Markus. Aber ich glaube, das andere müssen wir auch noch aufschreiben. Oder auch nicht. Das wäre ein explosives Fass, Markus. Oh, da geht's ja ab in die Party. Oh, oh, Markus, wir haben es getan. Ich hab denn nichts getan, Roboter. Du musst du ausschalten. Oh oh. Schon wieder der. Wir haben uns erwischt. Ja. Aber das war fast eine Fabrik. Anakin Skywalker haben wir bekommen. Die Partner. Den C3PO. Den haben wir in Silber. Aber Jedi. Immer wieder weit entfernt. Weit entfernt. Ja, aber fast haben wir die Hälfte geschafft. Und ich immer die Brücke und ich. Wir haben 249.280 Lego-Steine. Und die Brücke und ich. Diesmal 5 Minikits gefunden. Mhm. Aber die Brücke und ich. Das klingt gar nicht. Und einen goldenen Lego-Stein erhalten. So, es ist Zeit wieder für die Kantine. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir wollen uns bei allen Abonnenten bedanken. Mhm. Wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Yep. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.